So, hallo Christian, grüß dich erstmal. Ich weiß, ich habe schon vor Ewigkeiten versprochen, dass ich jetzt dir das Antwortvideo mache für dein Fallenstellen-Video, für den Contest-Darts in 10 Minuten. So, jetzt hatte ich auch das Video schon fertig gehabt letzte Woche. Wie du vielleicht hier unschwer erkennen kannst, habe ich die Teile schon fertig geschnitzt von der Viererfalle. Ja, nur leider ist mir irgendwie die ganze Aufzeichnung von den Anfängen vom PC verschwunden. Ich weiß es nicht mehr, wo es ist. Ich finde es auch auf keiner Speicherkarte mehr. Deswegen habe ich jetzt nochmal vorhin im Wald einen frischen wilden Haselnuss abgeschnitten, mit hergenommen und ich beginne jetzt einfach mal mit dem Ganzen zu schnitzen. Übrigens verwenden werde ich und zum Herstellen verwende ich hier das Victorinox. Das Swiss Tool. Dann habe ich hier drinnen in diesem Buch ist die Viererfalle auch drinnen. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, wo ich sie habe. Hier ist sie. Nach dieser Anleitung habe ich das Ganze geschnitzt. Es war auch übrigens jetzt meine erste Falle, weil ich mich noch vorher noch gar nicht mit dem Fallenbau beschäftigt habe. Die erste hat eigentlich wirklich schon gut funktioniert. Ich hoffe jetzt, dass meine zweite, wo ich jetzt frisch schnitze, noch besser wird und natürlich noch das Mora. Also, bis dann.
Dönertier ist tot. So, Christian, das war jetzt mein schwierigstes YouTube-Video bisher, was ich machen musste oder gemacht habe. Gerade eben auch schon wieder. Und zwar, ich habe jetzt ungefähr 3 Minuten oder 4 Minuten lang für dich die Abschlussrede gehalten. Und auf einmal sehe ich hier auf dem kleinen Bildschirm nebendran, dass der einfach ausgeht. Na, habe ich vergessen gehabt, den Aufnahmemodus richtig zu bedienen. Das sind noch die Anfängerfehler jetzt von meiner neuen Kamera, bis ich damit klarkomme. Sie ist auf jeden Fall super. Aber von der Kamera habe ich es jetzt nicht. Also, das Video, ich muss sagen, also 10 Minuten haben mir nicht gereicht. Also 10 Minuten haben mir in dem Sinne gereicht, dass ich die Stöcke soweit geschnitzt bekommen habe. Aber halt nicht optimal, dass sie dann mit dem Holzprügel, der dann mein Dönertier am Ende erschlagen hat, dass es funktioniert hat. Ich habe zigtausendmal wirklich das Ding aufgebaut und ausprobiert. Ist mir entweder schon vorher zusammengeklappt, das Ganze, oder halt dann je nachdem, was ich verwendet habe für ein Holzprügel oder einen Stein. Entweder ist dann nicht die Falle ausgelöst worden, dann ist das Dönertier einfach so unten durchgeschlüpft. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Am Ende war es jetzt auch dann so, ich habe die 3 Stöcke von den Tagen zuvor benutzt, weil die waren wesentlich dicker als die dünnen, was ich heute mitgenommen hatte beim Spazierengehen, und habe dann da einen am Ende dann doch noch kurz nachhelfen müssen beim Auslösen. Aber ansonsten hat man, glaube ich, doch den Sinn verstanden, wie die Falle funktioniert. Du hast es bestimmt schon gewusst, wie die funktioniert, die Viererfalle. Ich habe mich ja mit Fallenbau noch gar nicht beschäftigt. Hättest du jetzt gesagt, baut eine Angel, da wäre ich wahrscheinlich wesentlich flinker gewesen und hätte auch gewusst, was ich da vielleicht verwenden könnte noch. Aber so war es halt, und ich bin auch jetzt ganz stolz, dass ich das mal gemacht habe. Werde ich jetzt noch ein paar Mal probieren, sowas zu schnitzen. Und ja, ich werde jetzt im Anhang jetzt ich weiß es gar nicht im Moment, wen ich jetzt weiter taggen soll. Weil nicht, dass ich jetzt nachher hier, ich habe zwar ein paar Namen im Kopf, aber ich glaube, die haben auch schon alle bei der Challenge mitgemacht. Ich werde jetzt aber dann nachher, wenn ich das hochlade, mal schauen in der YouTube-Liste. Und dann sage ich mal so, ich hoffe, dass ich die Tage noch dazu komme, ein paar schöne Videos zu machen. Und in diesem Sinne sage ich tschüss. Viel Spaß auf meinem Kanal noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.